Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 20. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 750 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Ein Android-Bug, E-Zigaretten, Huawei-Bug, ein PlayGiga, Medion Cloud Gaming und Typhoon Studios. Wir beginnen mit dem Bug im Android-Betriebssystem. Genauer betrifft er eine Google App selber, und das ist die, über die man halt googelt oder eben Dinge sucht auf seinem Betriebssystem, besser gesagt auf seinem Smartphone. Da, wenn man nach My Message, also im englischen Raum, nach den eigenen Messages sucht, dann stürzt das Ganze ab. Wenn man das Ganze über den Assistenten macht, passiert das nicht. Somit wird das wahrscheinlich nur eine kleine Geschichte sein, die dazu führt, dass eben sowas abstürzt. Aber eben, man kann ja den Assistenten in Voice dafür nutzen und hat dann die Abstürze nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass Google relativ schnell reagieren wird und den Bug beheben wird. Weiter geht's mit einer Möglichkeit von Werbung, die man umgehen konnte. Direkt kann man ja für Waffen und Ähnliches nicht auf Facebook und Instagram werben, genauso logischerweise für E-Zigarettenprodukte etc. Und da gab es bis vor kurzem quasi ein Schlupfloch. Die ganzen Hersteller haben dann halt einfach Influencer bezahlt, die dann sogenannten Branded Content erstellt haben und somit dann eben halt die Werbung doch auf die Plattform bekommen haben und junge Menschen und mittelalterliche Menschen beeinflussen konnten. Dem ist jetzt nicht mehr so, denn Facebook schiebt dem Ganzen mit einem neuesten Update ein Riegel vor. Zukünftig darf man weder für Waffen noch für Tabak noch für E-Zigaretten Werbung machen auf der gesamten Facebook-Plattform. Ansonsten natürlich nur in mit gebranded Content. Ansonsten macht man sich gegenüber Facebook schuldig und somit wird man wahrscheinlich dann auch da ausgeschlossen. Finde ich definitiv nicht unbedingt der verkehrte Weg. Vorher hatten wir einen Bug im Android-System. Jetzt haben wir einen Bug, den Smartphones betrifft, die kein Android mehr drauf haben. Die meisten davon oder vom Konzern Huawei haben ja noch ein Android drauf und werden es hoffentlich auch in Zukunft wieder haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat man einen Bug-Report erstellt, sprich man kann jetzt über eine Plattform einen Bug melden und bis zu 200.000 Euro mitverdienen. Das ganze System läuft schon seit einem Weilchen in China. Mittlerweile hat man es ausgeweitet auf Europa, aber wer jetzt gedacht hat, er könnte da mit ein bisschen Bughunting schnell mal ein bisschen Geld verdienen, ja, das Ganze steht aktuell nur Forschern zur Verfügung und somit schade. Müsst ihr doch wieder anders eure Brötchen verdienen. Cloud Gaming ist ein großes Thema aktuell. Da haben ja, oder sind ja alle Großen aufgestiegen. Ich komme nachher gleich auch noch zu Google. Aber vorher komme ich zu einer Firma, die Facebook aufgekauft hat. PlayGiga heißt das Ganze, ist ein spanischer Anbieter, der unter anderem eigenes Angebot hat, aber auch sogenannte White Label Möglichkeiten schafft. Also man kann als Hersteller kommen, sagen, ich hätte gern so ein eigenes Cloud Gaming, die stellen die Infrastruktur, die Software etc. zur Verfügung und das Ganze wird einfach gebrandet in der jeweiligen Firma. So auch bis vor kurzem geschehen von Lenovo oder besser gesagt Medion, die ja Lenovo gehören, und die haben auf den Dienst gesetzt. Nun hat aber Facebook das Ganze aufgekauft, anscheinend für 70 Millionen Euro. Man möchte sich damit an die Casual Gamer richten, und wenn ich so bedenke, was meine Menschen da auf Facebook vor Jahren noch gespielt haben mit diesem, was war das, so Sandkast? Nee, was war das? Irgend so ein Bauernhofspiel, Farmzeugs, irgendwas. Ja, dann passt das ja eigentlich da wie die Faust aufs Auge. Gehen wir weiter mit einem anderen Cloud-Gaming-Dienst, der wie versprochen Ende 2019 startet. Aktuell nur in der Beta, ist Medion Razer Cloud Gaming, nennt sich das Ganze, und ist von dem vorher eben noch besprochenen Lenovo-Firma, also
die gehört Lenovo, besser gesagt. Und Medion bietet das Ganze jetzt, wie gesagt, in der Beta an. Aktuell noch kostenlos. Wer da drin ist, kann so testen. Später kommen dann da 9,99 € pro Monat dazu, wo man bezahlen darf, um dann die einzelnen Spiele zu spielen, genau. Bis vor kurzem habe ich vorher erwähnt, haben sie auf PlayGiga gesetzt, also gewidelabeltes Geschichte. Mittlerweile setzen sie auf die Zusammenarbeit mit GameStream und Intel und ja, haben da eine andere Lösung gefunden. Wahrscheinlich hat sich somit der Verkauf von PlayGiga schon ein bisschen länger abgezeichnet. Mal schauen, wie viele von den ganzen Cloud-Gaming-Anbietern noch kommen werden. Also da wie mittlerweile bei den Streaming-Angeboten, egal ob Musik oder Film, so ein Ding. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt eben halt die großen Studios Exklusivitäten aushandeln werden oder noch mehr solche Exklusivitäten aushandeln werden oder gar eben Spielebuden aufkaufen. So passiert, Google hat mit Stadia den Spielentwickler Typhoon Studios aufgekauft. Die hatten ein paar sehr versierte ältere Herren in ihrer Truppe, die schon von großen Studios wie EA und Ubisoft herkommen, mit sich vereint und haben da unter anderem das Spiel Journey to the Savage Planet, welches sie Anfang dieses Jahres auf den Markt geschmissen haben, rausgebracht. Eine Entwicklerbude, die großes Potenzial hat und jetzt das zukünftig unter Google ausleben wird für den Stadia-Dienst. Ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Das waren die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag. Genießt ihn und dann, ja, kommt es schon bald, das Wochenende. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.